Jetzt ist jedenfalls Tag 2 und wie du hier siehst, sind wir hier beim Bundestag, ja. Und ich darf das allererste Mal hier die Kuppel hoch, also da sind wir gerade. So, jetzt komme ich das allererste Mal hier in die Kuppel und ich weiß jetzt gerade nicht, wo mein... Ach, da ist mein Mann. Übersehe ich dich auch noch. Das haben wir ja nicht gerne. Ja, weil ich dachte, du wärst irgendwie schon da ein bisschen hoch oder so. Oh Mann. Wollen wir wenigstens ein bisschen gucken? Ja, klar. Immer dem schwarzen Mann hinterher. Keine Angst vorm schwarzen Mann. Das ist ein geiler Job. Ja, da sind welche auf der Terrasse. Bitte? Das ist also die besagte Terrasse. Hier kann man einmal. Da hinten sieht aus, als wäre da eine Moschee, weil das so eine Kuppel ist. Ja. Aber das heißt ja hier in Berlin nicht zwangsläufig was. Der Alex. Ja, ich glaube, ich muss die Kamera noch ein bisschen dunkler einstellen, weil man den Alex kaum sieht. Ah, jetzt kann man alles sehen. So. Ist immer schwierig mit den Lichtverhältnissen. Du schon wieder? Ja, verfolge dich. Ja. Eben habe ich dich verfolgt, jetzt verfolgst du mich. Ja. Und ich ebenfalls. Mich hat man ja jetzt heute noch gar nicht gesehen. Jetzt ist jedenfalls Tag 2 und wie du hier siehst, sind wir hier beim Bundestag, ja. Und ich darf das allererste Mal hier die Kuppel hoch, also da sind wir gerade bei. Wie man das ganz einfach sieht. So. Ist schon cool. Ja. Da ist ganz viel Grün. Wie viel Grün da ist, wa? Bitte? Wie viel Grün da ist? Na, das muss ein Tiergarten sein. Ne? So groß? Ja. Echt? 2,3 Hektar. Wow. Wie groß war nochmal ein Fußballfeld? Wie viel Hektar? Gar nicht. Oh, okay. Folgen wir einfach mal ganz unauffällig meinem Mann. So. Ausblick. Da muss es schon wieder dunkler machen. Jetzt muss ich heller, jetzt muss ich dunkler. Kommt man ja schon gar nicht mehr mit. So. So viel Grün und das in Berlin. Einmal den Rundview machen. Runtergefallen wäre. Ich habe einmal so runtergefilmt. Ja, hängt auf den Hals. Ja, schön, kann ich ja auch. Sowas mag ich ja gar nicht, wenn blockiert wird. Wenn man sich selbst bestimmen kann, wie schnell es gehen soll. Der schon wieder. Sorry. Jetzt haben wir ein ganz großes und wenn ich wackel, sieht man das. Ja. Aber wenn ich wackel, sieht man das schon extrem. So weit weg. So, auf Video sieht man das jetzt kaum, dass da irgendwo ein Zug ist. Ja, jetzt sieht man den Zug. Wollen also noch mehr Leute hierher kommen?
Na gut, das werden eh Leute aus der Region sein, weil das ist ein Regionalexpress. Boah, ey, ich kann einfach das nicht so gerade halt hin. So, da ist der Alexander, ja. Der Alex. So einmal, wie es hier rundum aussieht. Ah, schon wieder so ein Raucher. Die Zigarette danach, ja. Oh, und das zweite hast du bestimmt nicht mit oder ein anderes, nee. Ne? Und jetzt? Kann ich nicht rauchen. Ich habe auch keins mit, Schatzi. Tja. Ah, setzen. Ich werde nur mit dem Arsch direkt drauf sitzen, oh, weil der Rock so kurz ist. Oh, nein, ich will keine Blasenentzündung. Muss ja nicht rum, jetzt können ja weiterlaufen. Ja, aber mir tun die Füße weh. An sich eigentlich. Ah. Ah, Mann, ey. Warum müssen mir die Füße weh tun? Und darauf kann ich nicht wirklich sitzen, weil mein Arsch direkt da drauf kommt. Weil mein Rock ist recht kurz. Zwar nicht sehr kurz, gut, man sieht das jetzt nicht. So, bis da. Aber wenn ich mich setze, bin ich natürlich direkt auf diesem kalten Stein. Und es ist jetzt noch nicht gerade sehr warm, deswegen laufe ich auch mit Jacke rum. Aber heute soll es noch sehr, sehr warm werden, fast an die 30 Grad. Ich schlage nicht weg. Ja. Aber es soll heute eigentlich ein sonniger, heißer Tag werden, soweit ich weiß. Ich bin sogar nicht angenehm. Also von mir aus könnte es wärmer werden. Ich habe nie angefangen. Alles gut. So, komm, wir gehen jetzt. I come to you. Wenn mehr Sonne wäre, säße die Siegessäule da hinten viel besser. Ja, stimmt. Versuch mal ran zu zoomen, ob ich das krieg. Wie nah ich das vor allem krieg. Oh, oh, oh. Ich sollte mal ans Geländer, meine Arme. Dann wackelt es auch nicht so sehr. Jetzt sieht man sie sehr gut. Ja. Aber ich mach mal wieder den Zoom raus, weil sonst jedes Wackeln so extrem ist. Und da ist das Bundeskanzleramt. Und da war ich auch schon drinne. Ah ja. Und da oben waren wir eben. Wow. Hab ich auch rausgefilmt. Wie der einfach immer weggeht und es nicht merkt, dass ich nicht hinterherkomme. Wieder unten. Ich sitze jetzt doch auf einem kalten Stein, aber hier geht es jetzt gerade irgendwie seltsamerweise. Wahrscheinlich, weil ich mich so sehr an den Rand gesetzt habe, dass ich doch noch einigermaßen auf dem Rock sitze. Und mein Mann, der sitzt da. Und hat doch noch jemanden gefunden mit Feuerzeug. Hip, 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 hooray. Ja, wir haben jetzt gut eine Viertelstunde Wartezeit, bis es weitergeht zum Paul-Löbbe-Haus, ne? Löbe. Löbe, okay. Ich hatte immer Löbbe verstanden. Und hier ist immer viel los, das kenne ich ja schon von vor 10 Jahren. Aber jetzt haben die Sicherheitschecks nach außen verlegt. Vorher war alles drinnen, im Eingangsbereich. Ich dachte halt auch erst, was machen die ganzen Container da? Achso, Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken. Ja. Ich bin dafür zuständig, abzufüllen. Abzufüllen? Ja, nee, ist klar. Du Abfüller. So. Dort vorne in Blau ist die Frau, die uns eingeladen hat. Silvia Gabelmann. Nur so festhalten. Ja. Ja,
Wir gehen jetzt zum Mittag. Ein bisschen schwierig rauszufinden, welcher Helligkeitsgrad ich gerade einstellen muss. Freust du dich schon aufs Essen? Ja, Hunger ab. Aber wahrscheinlich kein Fleisch, kein Fisch, komisch. Muss ja auch nicht. Aber beim Inder, das könnte wiederum lecker sein. Ja. Wenn die das so gut oder besser können als du. Sie haben ihr Ziel erreicht. Hier werden wir jetzt zu Mittag essen beim Amri oder wie auch immer das ausgesprochen wurde. Jedenfalls indisch, gehen wir doch mal sehr von aus. Und das essen wir sehr gerne, ne Schatz? Ja. Glutamine willst du? Ja. Na du, freust du dich auf deinen Kaffee? Ja. Weiß auch, Koffein-Junkie. Ja, genau. Nach dem Essen, ne. Der Kaffee danach. So, der nächste Programmpunkt steht an und zwar Topografie des Terrors. Freust du dich schon drauf? Wie ich dich einfach immer frage, freust du dich drauf? Bin ich mal gespannt, wie es da ist, weil ich kenne ja Topografie des Terrors nur durch meine Akten, die ich betreut habe. Jetzt weißt du auch, was das, lernst auch kennen, was das lebendig bedeutet. Ja. Jetzt gleich wieder essen. Wie kann es auch anders sein? Ich glaube, dir kommt es schon fast so vor, als würden wir die ganze Zeit nur essen, essen, essen. Wir waren jedenfalls gerade eben in der Topografie des Terrors und da war nicht viel zu filmen, weil ich hätte dir da nur Texte einblenden können und ein paar Bildchen und das wäre zu langweilig geworden. Und da ist aber uns aufgefallen, dass da nichts für Lese- und Rechtschreibbehinderte Menschen war, also keine leichte Sprache. Sondern alles nur mit Fremdwörtern und langen Sätzen mit vielen Kommas und nicht so geil für Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind. Du hast natürlich mit zwei verschiedenen Fleischsorten. Ich wollte kein Fleisch. Lass es dir schmecken.